So, meine Lieben, los geht's mit Eye of the One, Folge 4. Ich hänge ein bisschen hinterher mit Eye of the One, macht aber nichts, jetzt habe ich Zeit und dachte, ich versorge euch jetzt hier ein bisschen mit Eye of the One. Und wir schauen rein. Übrigens gibt es eine Erneuerung, ja? Ich habe jetzt einen Buzzer. Wenn es wirklich heftig wird, drücke ich da drauf und werde was kommentieren, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Oh, das ist aber gut, ey. Drei, das haben die Reality Stars in der ersten Matching Night nicht geschafft. Das ist richtig und richtig. Alle lachen außer Pascal. Will ich nicht am Lachen? Krass. Da geht noch ein Lachen. Geht noch ein weiteres Licht an oder bleibt es bei drei Lichtern heute? Geht noch ein weiteres Licht an. Ich finde es so mega spannend und hoffe auf das Beste für uns alle. Komm, drei Lichter ist schon mal richtig, richtig gut, Leute. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Er meint ja hier auch gleich, ne, dass das hier ein Perfect Match ist, ja. Also will hier gleich die Zunge reinschieben. Drei Lichter war ein guter Start, oder? Ist gut, auf jeden Fall. Ja, richtige Macher. So, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wo willst du sitzen? Mir egal. Mir egal, Hauptsache ich sitze jetzt hier irgendwie. Ich höre dir jetzt einfach zu, weil ich nett bin, ja, und weil es eine Fernsehshow ist. Aber eigentlich interessiert mich gar nicht, was du zu sagen hast. Also, bevor wir über so diese Matching Night sprechen, Ja. würde ich dir halt echt gern sagen, ich feiere das gar nicht, wenn ich hier stehe und rauche und hier sind 10 andere Leute und ich finde es schon ein großes Thema, was wir so besprechen. Ich fand es nicht, wenn du so von 10 Meter so schreist, ey, du weißt, die hat das nur so gemacht und so. Ja, keine Ahnung. Erstmal habe ich mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun. Mich juckt nicht, welche Taktiken du hier bei den Männern machst. Und jede Frau ist ja anders und macht ihr Ding. Das ist auch absolut okay. Das erste Mal, dass ich auf den Basser hauen muss, ja? Ich finde sie toxisch und ich finde auch, dass sie nicht ehrlich agiert in dieser Situation. Also die Körpersprache sagt mir, sie agiert nicht ehrlich. Du hast gesagt, jeder Junge erzählt mir hier die gleiche Story. Ja. Was ist schlimm daran? Sag mir mal bitte. Wenn ich sage, Ich ich finde habe. daran gar nichts schlimm. Mich interessiert das ja gar nicht. Oh, möchte ich aber kurz widersprechen, es interessiert dich doch. Patti, die war mega in dem Gespräch voll so auf Krawall aus. Okay, das heißt, du hast nicht einmal gesagt zu irgendjemandem, ich habe das Gefühl, Karina spielt hier mit den Männern. Nein, das. Also, wenn wir jetzt mal kurz nochmal die Mimik und die Körpersprache sehen. Die Karina sitzt eher offen da, während die andere, wie auch immer sie jetzt heißen mag, die mit den Zöpfen hier, in der Abwehrhaltung schon mal sitzt. Sie sitzt schon mal in der Abwehrhaltung. Das ist immer das Erste. Also sie blockt, ja. Und ich spüre da ganz negative Vibes. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Und dann zieht sie auch immer nochmal hier das Ganze zusammen, ja. Das ist auch immer ein deutliches Zeichen für eine unterschwellige oder passive Aggressivität, aber auch kein ehrliches Zeichen. Die Rolle gesagt. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Sie macht bei jedem ein bisschen auf Dingsnummer, ne? Sie weiß, wie man das Spiel spielt halt, ne? Wir sind hier in Mhm. so einer Show halt, ne? Klar, klar, klar. Und sie spielt hier und sagt zu jedem Nummer eins. Spielchen und sie sagt zu jedem Nummer eins, aber verkrampft sitzt die Linke da und nicht die Rechte. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da das Ganze gut dramatisiert hat. Hat dich das interessiert, dass ich mit Sasa heute, dass wir uns geküsst haben? Hat mich interessiert, ja, auf jeden Fall. Hat dich das. Das hat mich aber auch alles interessiert, ja. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, es interessiert mich gar nicht, 2 Sätze vorher. Gestört? Oder also bist du eifersüchtig darüber? Nee, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob dir auf das Drama steht oder so. Oder ob dir das so ein bisschen vielleicht
möchte, ich weiß nicht. Also ich fand's nicht schön, klar nicht, weil die Nacht zuvor hat er mich noch geküsst und dann küsst er dich, ist ja seine Sache. Aber das habe ich damit nur gesagt, dass ich dann keinen Bock habe, wenn du dann jetzt noch zwei andere Mädels noch küsst und dann abends wieder mich, hätte ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, das finde ich einfach, ich finde es eklig und dann will ich nicht mehr mitmachen. Ich finde es eklig, ne? Ganz eklig. Ich finde diese ganze Sendung eklig. Ja, was erwartest du, Girl? Dass du dir jetzt hier dein Favorite raussuchst, dass ich das dann nicht mache? Ja, musst du auch, halt auch noch dein Match finden. Nee, nicht ganz, aber erwartest du jetzt von mir, dass ich mit ihm irgendwie nicht mehr spreche? Oder? Nein, wir sind doch hier bei The One. Ja, jeder macht sie mit Willen. Also, ich will es halt einfach nur gerne. Also wir sind ja hier bei Are You The One, natürlich mach wie du denkst, ne? Aber ich widerspreche mir trotzdem jetzt immer wieder. Wissen. Ja klar, die kann doch jeder mit denen. Also, Girl, sie finde ich echt, also sie muss ich mir jetzt mal ganz genau angucken in den nächsten Folgen, ja? Rumlecken oder machen, was er will, ja? Nee, kann er ja irgendwie nicht, wenn du sagst, du feierst es nicht. Ich und Sasa haben was ganz anderes als alle anderen, die sich hier kennenlernen. Hä? Okay, wer ist denn hier so ein Spaßtyp? Ich! Die Donna? Ja, schon irgendwo, ja. Okay. Also sie reizt mich ein bisschen. Ist jetzt nicht so der klassische Beziehungstyp, tatsächlich. Krass. Ich bekomme das halt tatsächlich sehr oft zu hören, dass ich halt für Spaß zu haben bin, aber halt für andere Sachen nicht, ne? Oh, da tut sie mir aber echt leid, wenn sie da jetzt geslutshamed wird von ihm, ey. Und das habe ich auch nicht bei dir so erwartet. Oder findest du es korrekt, wenn man zu einer Frau sagt, dass man Boom-Boom-Material ist? Boom-Boom-Material. Ich fand's krass, ich sag dir ehrlich, ich fand's krass. Ich fand's sehr krass. Keine Ahnung. Ich geh mal in mein Zimmer kurz. Ja, ich fühle mich schon sehr sexualisiert in dem Sinne. Also Girl, das ist einfach Slutshaming. Das ist nicht sexualisiert, das ist einfach echt Slutshaming. Punkt um Ende. Obwohl du nicht mal was gemacht hast. Du bist einfach abgestempelt, ja? Von hier, vom Mr. Saubermann kennen. Das ist ja die Wahrheit. Weil viele aber was ist das denn für eine Wahrheit? Viele wollen die Wahrheit aber gar nicht hören. Zu sagen, dass man... Was ist das für, was soll das für eine Wahrheit sein? Deine Wahrheit. Es ist deine Sicht, die du, ey. Sie ist ja hier nicht eingezogen, hat sich breitbeinig aufs Bett gelegt und gesagt, so, jetzt gucken wir mal, welches Match am besten passt, ja? Also wirklich, Alter. Dass die Bubu-Material ist. Ich saß da mit Kenneth, Karma, und stört uns und sagt, ihr müsst alle aufpassen bei Carina, sie macht Spielchen und ist gegangen. Das war Dennis. Bruder, weißt du, was das Problem bei ihr ist? Die spielt gern, ne? Digga, ich glaube, die spielt ein bisschen für TV, ne? Ich glaube einfach, dass sie rausfindet und hier, ich weiß gar nicht, was sie hier für eine Liga aufbaut. Weißt du, was mich abfuckt, wenn jemand sagt zu mir, ich bin ihre Nummer 1 und dann zeigt sie das nicht? Ich denke mir, Dennis, du kommst 15 Mal am Tag zu mir, sagst mir, wie toll ich bin, dass ich dein Favorit bin, aber hinter meinem Rücken haust du mir Messer ins Rücken. Kannst du mir einen Gefallen tun und bitte nicht mehr hinter meinem Rücken irgendwas labern über mich? Jetzt macht sie es aber mit einer klaren Ansage hier. Mit so einer Person will ich nichts zu tun haben und deswegen bin ich ausgerastet. Zu liegen zu gehen, wo fünf Typen sind und laut zu schreien, Carina, spielt dir irgendwelche Spielchen, Jungs, passt auf. Was? Wann jetzt? Nein, nicht jetzt, in den letzten Tagen. Ich will gar nicht mehr von dir. Sag einfach, wenn du irgendwas zu sagen hast, sag mir das, aber nicht irgendwas. Hey, wir haben gerade gequatscht, was ist los mit dir? Ich weiß, aber jetzt 12 Minuten vergehen und ich höre schon wieder irgendwas. Hä, was glaubst du, wir haben gerade gequatscht? Okay, ich tu mir einfach den Gefallen. Passt. Okay, danke. Geh deinen hinterhältigen Weg und ich gehe meinen, aber für sowas habe ich keine Zeit in meinem Leben. Sehr gut. Ist auch so das Modell Umut, ja? Digga, ich schwör, die Weiber fuckt mich so ab da drin, Mann. Das ist unfassbar. Die Weiber fucken mich ab. Also was ist das wieder für eine Aussage, ey? Ja. Was ist passiert? Jede Stunde höre ich was Neues. Kopffickerei da, ich schwöre echt. Die soll sich mal. Aber hast du wirklich was gesagt? Hä? Bruder, die kommt her mit irgendwas, was ich vor 5 Jahrhunderten gesagt habe, Digga. Ich gehe einfach davon aus,
Die möchte nicht, dass ein schlechtes Licht auf die geworfen wird. Die spielt Spiele, das weiß ja jeder, der Mensch, dass die Spiele spielt. Okay, er fängt schon gerade wieder genauso an. Also sie bittet ihm um etwas. Und ich meine, Leute, es ist ein Spiel, in dem ihr da seid. Schönen guten Tag. Moin. 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 Zwischen Ablecken und Rumlecken liegt bei Are You The One genau nur eine Challenge. Okay, es gibt eine Kuss-Challenge. Auch diese ganze Challenge, wie die ganze Folge, könnt ihr euch natürlich bei RTL Plus, Link ist unten drin, anschauen. Dann würde viel daran liegen, oder? Ne, wenn du das jetzt zu Herzen nimmst, dass du uns nicht fehlst, also dass sie uns alle nicht fehlt, mich und den Sasa. Okay, warum? Weil wir nicht raus wollen. Wir wollen wirklich nicht raus. Aber bleib. Also so eine... Ey, also das ist ja wirklich... Das ist schon dreist, ne? Ich würde jetzt erst recht wählen. So das Date nutzen, oder wie? Ich würde nach Logik voten. Hm? Und? Mal gucken, Digga. Oh, da bin ich jetzt auch gespannt. Boah, schwierig. Ist sehr schwierig zu sagen, irgendwie. Hm, aber du hast ihn doch gewählt. Ja, also ich hoffe schon, dass wir ein Perfect Match sind, auf jeden Fall, ja. Und du hoffst oder du glaubst, dass ich glaube auch, dass wir ein Perfect Match sind. Warum habt ihr dann das ganze Haus versucht, heute zu überreden, dass ihr euch nicht in die Matchbox wählt? Das war von mir. Oh, ich liebe es einfach. Ja, eine Kurzschlussreaktion. Es gibt definitiv den einen oder anderen Sendezeitgeier hier, finde ich absolutes No-Go. Ich habe dann darüber nachgedacht. Sendezeitgeier, das ist auch ein neues Wort, das muss man mir auch mal merken. Ein Sendezeitgeier, und das sind die natürlich heiß drauf. Aber ich bin echt, also so mein Gefühl sagt auch, die sind ein Perfect Match. Ey, wenn ich gewählt bin mit dem Sasa und wir sind ein Perfect Match, sind wir auch raus aus der Villa, und wollte ich einfach nicht. Das war mein Gedanke dahinter. Es ist halt einfach für die Gruppe absolut asozial. Man kommt damit gar nicht voran. Man nimmt die Chance, wenn man nicht in die Matchbox will, dann soll man doch bitte gefälligst bei der Challenge nicht so viel Gas geben. Top-Einstellung auch so, wenn man 200.000 Euro gewinnen kann, dass man nicht raus will auf der Villa. Super, findet ihr das? Kann man verstehen. Kann man verstehen. Ja. Ich kann es nicht verstehen. Das ist hier ein Spiel und jeder weiß, warum wir hier hingehen, um unser Perfect Match zu finden. Ja. Genau deswegen ist unfair für die Gruppe einfach. Weißt du, was das Gute ist mit der Einstellung? Mit wie viel Kohle ihr nach Hause geht? Zero. Nada. Könnt bei mir Nada. Das Geld davon kommen. Wer geht in die Matchbox? Sasa und Vanessa oder Karina und Burim? Sind safe, Sasa und Vanessa. Wenn die schon so reden, doch, doch. Ich will einfach nur, dass Vanessa und Sasa in die Matchbox kommen, weil ich glaube, das ist Perfect Match 100%. Das ist echt witzig. Welches Paar hat die Villa gewählt? Ich glaube, Burim und Karina. Was? 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 Oh, wow. Gott sei Dank. Ja, Vanessa, hat doch der Plan, ist doch gut aufgegangen. Gott sei Dank. Er ist halt krass, Mann. Scheiße. Okay, jetzt gehen die zwei in die Matchbox. Nur schauen wir mal, weil die Entscheidung sehen wir immer erst in der nächsten Folge. Wir chillen erstmal alle kurz. Und weil es so spannend ist, ja. Und so, was sehe ich denn hier aus? So, weil es so spannend ist. Gucken wir auch gleich das Ergebnis an. Oh. Oh, no match. Das hätte ich nicht erwartet. Puh, das hätte ich nicht erwartet, dass es no match ist. Okay. War so klar. Überraschung. Danke für nix. Diese Erkenntnis braucht niemand. Ja, ich sehe nur, okay. Sie können es trotzdem nutzen. Die Erkenntnis braucht niemand. Niemand braucht diese Erkenntnis.